Für die Fachrichtung Bauingenieurwesen habe ich mich entschieden, weil ich einfach glaube, dass es sehr praxisorientiert ist und als Frau auch einfach mal was Besonderes ist und nicht dieses Alltägliche, was Mädels halt immer studieren. Ich fühle mich sehr wohl im Fachbereich Bauingenieurwesen, weil es ein sehr kleiner Fachbereich ist, sehr übersichtlich und es gibt große Nähe zu den Professoren. Ich denke, man braucht keine besonderen Vorkenntnisse. Ich selbst habe das normale Abitur. Ich denke, man sollte höchstens vielleicht ein kleines Zahlenverständnis und natürlich auch dieses technische Verständnis haben oder vor allen Dingen das Interesse an der Technik. Ich habe mich für die Fachrichtung entschieden, weil ich vor meinem Studium eine Lehre zur Bauzeichnerin gemacht habe und das sehr fachverwandt ist. Für den Studiengang Wasser- und Infrastrukturmanagement suchen wir Schülerinnen und Schüler, die Interesse an der Natur, am Wasser, aber auch an technischen Fragestellungen haben. Sie brauchen keine 1 in Mathematik oder Physik auf dem Zeugnis haben, aber es sollten keine Hassfächer sein. Wasser- und Infrastrukturmanagement stellt sich natürlich den Herausforderungen der Zukunft, gerade im Bereich der Infrastruktur. Wir hören es ja in den Medien, ist doch ein erheblicher Erhaltungsrückstau, den es jetzt in den kommenden Jahrzehnten zu beheben gilt. Und da setzen wir gezielt an. Ich glaube, dass in diesem Studiengang Wasser- und Infrastrukturmanagement eine ganz große Zukunft liegt. Er hat natürlich viel zu tun mit neuen Technologien, mit der ganzen Umweltthematik. Und das ist, glaube ich, von der Ausrichtung dieses Studienganges, gibt es das nicht sehr häufig in der Bundesrepublik und ist damit wirklich ein sehr zukunftsweisender Studiengang. Heutzutage sind die Aufgaben dermaßen eng miteinander verflochten, dass man sich nicht auf ein Themengebiet beschränken kann, sondern dass das eine integrale Betrachtung erfordert. Und vor dem Hintergrund ist gerade also Wasser- und Infrastrukturmanagement, wo viele Sachen zusammenfließen, von außerordentlicher Bedeutung. Wir beginnen das Studium mit einem Kick-Off-Camp und wir haben für den Studiengang ein Mentoring-Programm speziell entwickelt. Das soll auch den Studierenden des ersten Semesters den Einstieg in das Studium und auch den Einstieg in den Hochschulalltag erleichtern. Da haben wir eine Vielzahl von Vorlesungen, die wir anbieten. Wir haben als Beispiel ökologische Grundlagen im ersten Semester, aber auch Tragwerkslehre, was sich mit statischen Systemen beschäftigt. Es geht über Raum- und Regionalplanung, über Planungsrecht, Betriebswirtschaftslehre, natürlich Straßenplanung, Eisenbahnbau. Als Wahlmodul haben wir auch Flugplatzbau oder Straßenerhaltung, Betrieb im Infrastrukturbereich, die Sie wählen können. Darüber hinaus haben wir natürlich eine Vielzahl von Übungen unterschiedlichster Art. Die können seminaristisch laufen oder die können natürlich auch in kleinen Gruppen dann durchgeführt werden. Ich denke, es ist eine sehr moderne, eine sehr gut ausgestattete Hochschule mit schönen Räumlichkeiten am Rande der Stadt, aber auch mit einem schönen Landschaftsbezug. Ich habe den Eindruck, die Studenten kommen gerne hierher. Ja, in der Freizeit hier am Rhein-Mosel-Campus kann man doch einiges erleben. Nicht nur die Fachbereiche schmeißen ihre Partys, zu denen man gehen kann. Auch die AStA organisiert Zusammenhalt oder schafft Zusammenhalt. Also neben den Partys hat Koblenz eine schöne Altstadt, in der man abends weggehen kann. Und es gibt den allgemeinen Hochschulsport, der viele sportliche Aktivitäten anbietet, die man kostenlos nutzen kann. Man hat die Möglichkeit, viel zu unternehmen, sowohl abends als auch letztlich am Wochenende mit der Familie. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, hier etwas außerhalb des Studiums zu erleben.